So. Salvidum, Discibuli, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bis einer weint. Ein kleines Update, wir sind verloren und ich werde vermutlich in der Folge sterben. Aber da vorne sehen wir den Mond, der geht gerade schon wieder unter, was bedeutet, da hinten wird gleich die Sonne aufgehen. Das heißt, ich werde jetzt einfach hier stehen bleiben. Guck mal, man sieht da hinten vielleicht das so ein bisschen. Da ist ein Skelett. Das sind ein paar Creeper, hat Zombies, Endermans, da ist noch ein Enderman. Also hier, man sieht das hier auf der linken Seite sehr schön. Die warten alle, bis ich runterkomme. Die haben sich da unten schon mal versammelt. Und wenn ich jetzt da runterspringen würde, ich wäre halt sowas von unnormal instant tot. Also richtig krass. Deswegen würde ich sagen, ich warte jetzt erstmal, bis die Sonne aufgeht. Und bis dahin kann ich euch noch mal ein bisschen updaten, was es denn so Neues gibt. Nichts. Gut. Also, da ist, ich bin mir immer noch sicher, dass wenn wir da langlaufen würden, dass wir dann irgendwann zu unserem Haus kommen würden. Irgendwo in die Richtung. Und das werde ich jetzt auch einfach mal tun. Dass ich, also, es war ja ein bisschen hier drüben. Ich werde versuchen natürlich weiterhin auf den Bäumen weiterzulaufen, weil ich keinen Bock habe, da irgendwie unten hinzukommen. Theoretisch bin ich mir almost fast sicher, dass wenn wir drüben hingehen, dass wir früher oder später an unser Haus kommen. Autsch. Oh Mann. Ja gut, ich glaube, jetzt muss ich langsam echt runter. Aber die Sonne geht ja auf. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger geht die Sonne auf. Oh, sieht eigentlich ganz fresh aus, ne? Da brennen schon ein paar Monster. Da sind noch ein paar Creeper und Zombies und sonst irgendwelche Gestalten. Oh cool. Schaut mal. Wenn das hier das ist, dann muss da vorne meine Wohnung sein. Supi. Wo kommen die Monster? Kommen die auch? Jetzt muss ich mal schauen, wie. Also ich war da drüben, ne? Und da hinten ist anscheinend ein Fluss. Und hier ist mein Haus. Guck mal. Nicht mal in der ersten Minute habe ich das Haus gefunden. Okay, doch, es waren schon eine Minute rum. Aber ja. Ah, genau. Erstmal jetzt wieder so guten Morgen und so, ne? Wie geht es euch? Und ich würde sagen, dass ich da vorne meine Zuckerrohrplantage mal ansiedle. Aber erst werde ich jetzt schon mal den Zaubertisch machen. Weil, keine Ahnung wieso, weil ich es kann. So, das heißt, wir brauchen erstmal ein Buch. Ah nee, wir brauchen erstmal Papier. Drei Papier müssten reichen. Und dann brauchen wir ein Buch. Alter, schaut mal, wie das gerade läuft. So, und dann brauchen wir Obsidian. Siehst du? Hätte einfach bei mir lassen können. Aber nö. Tobi hat's gedacht. Für was braucht man das? Ach, ich greife ins Falsche. So, nochmal. Also ich würde sagen, wir machen hier mal zwei Diamanten hin. Jetzt weiß ich aber nicht, was man, also wie ich die Obsidians anordnen muss. Oh nee, sag bloß, ich brauche mehr. Ich weiß gerade echt nicht. Leute, ihr müsst mir helfen. Wie? Hab ich irgendwas falsch angeordnet? Ich habe, glaube ich, wirklich gerade was falsch angeordnet. Ah! Ja gut. Seht ihr, das ist halt so der Charme bei meinem Dingens, dass ich nämlich keine Ahnung habe, wie man die Sachen macht. Ja gut. Wie machen wir das denn jetzt? Ich bin jetzt ja mitten am Anfang einer Folge und ich habe keine Ahnung. Dann würde ich sagen, ich baue erstmal das Zuckerrohr an. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie man nochmal einen Zaubertisch baut. Vielleicht bin ich auch gerade komplett falsch. Vielleicht brauchen wir auch mehr Obsidian. Ich hätte vielleicht die Kommentare lesen sollen. Ich bin schon ein blöder Vogel. Tobi ist ein blöder Vogel. So, ich kann da endlich mal meine Schaufel benutzen. Ich würde sagen, hier machen wir so eine Zuckerrohrplantage.
So. Warte, dann machen wir es am besten so. Ich will halt so viel, obwohl doch, wir brauchen eigentlich doch relativ viel. Ja gut, dann machen wir doch ein bisschen mehr und hoffen, dass es dann auch einigermaßen gut geht so, ohne die mir gefällt eigentlich so Schwanz im Mund, mir gefällt der Platz nicht so eigentlich, aber ja, man kann sich ja nicht alles aussuchen im Leben, ne? Da muss ich jetzt einfach, ich muss auch mit den Umständen entsprechend handeln. Das hat meine Oma immer gesagt. Nee, hat sie nicht. Huch. Lol. Okay. Jetzt I need my sugar. So, damit das schön aussieht. So, das kann jetzt mal wachsen. Eigentlich ein bisschen wenig, ne? So, prinzipiell. Aber ja, gut. Okay, alles klar. Jetzt machen wir noch ein kurzes Brainstorming, ne? Kurzes Brainstorming. Ich bräuchte Leder. Das heißt, ich brauche Weizen. Das würde ich sagen, ich baue einfach. Was ist eigentlich da hinten? Warum fließt es da so rein? Oh, da, ah, stimmt, da habe ich ja mal ein bisschen Sand abgecraftet. Ja gut, wir machen es mal so, dass ich direkt nebendran hier meine Weizenfarmen mache. Oh, heute bin ich aber ein echter Bauer, ey. So, und das, hier müssen wir eigentlich das Wasser mal ein bisschen ordentlich machen, ne? Haben wir noch Dirt? Wo ist Dirt? Ach, ich habe das Dirt nie. Habe ich das Dirt? Doch, da ist es. Da ist das Dirt. Ich muss das hier mal ein bisschen begradigen. So. Ah, nee, die Weizenfarm muss ich ja... Ah, für die Weizenfarm brauche ich ja... hier muss ich ja... abkratzen, ne? Das habe ich noch nie so wirklich verstanden, fällt mir gerade auf. ich glaube, das muss ich auch nochmal googeln, wie das funktioniert. Ach man, warum setze ich ja immer neben dran? Ich will doch... Ah. Da würde ich nichts hin haben. So, dann wird das hier später, hier der Bereich, das machen wir mal weg. Hier mache ich dann meine Weizenfarm hin. So. Jetzt ist die Preisfrage, verehrte Teilnehmer. Scheiße. Ich kann es mir vorstellen, wie es funktioniert. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das denn jetzt so stimmt. Wir probieren es einfach aus. Ja, das ist jetzt wieder so. Ich versuche mir das logisch zu erklären, wie man denn so ein Ding herstellt. Ich glaube, es war nur mit einem. War es mit zwei? Ah. Ah. So. Ja, gut. Alle würden sagen, ich langsam verstehe auch das Prinzip von Minecraft, ne? Wobei, so viel Weizen habe ich gar nicht, fällt mir gerade auf. Ja gut. Aber man kann ja immer was vorbereiten. Ich habe nur 5 sogar. Und weiß nicht mal, ob man mit den Seeds überhaupt sowas herstellen kann. Es kann sein, dass es ganz andere Seeds sind. Ja doch, ich glaube, das ist Weizen. So. Ich frage mich, wie man Weizen sonst bekommt. Bekommt man hier von Weizen?
Ah ja, hier bekommt man Weizen. Okay, dann hol ich mir kurz ein bisschen Weizen. Oder wird jetzt nur Gras angepflanzt? Ich weiß gar nicht. Das ist die Frage. Tue ich jetzt gerade nur Gras anpflanzen oder wirklich Weizen? Weil das ist sauunlogisch, dass ich Gras zerschlage und dafür Weizensamen bekomme. Macht irgendwie keinen Sinn. Was willst denn du blödes Chicken? Ja. Wir hatten übrigens in unserer alten Klasse ein Mädchen, die haben wir immer Chicken genannt. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht. Weil Kinder grausame Menschen sind, glaube ich. Wir waren grausam. Wir haben die immer Chicken genannt und jetzt unnormal drüber aufgeregt. Wir haben sie mit geärgert. Und eigentlich fand ich sie ja ganz süß, aber ich habe sie halt mit geärgert, weil alle anderen auch wollten, dass ich sie ärgere. Ja. So. Wir werden ja sehen. Ah, ich habe Knochen. Ah, nee, habe ich... Gut, ich hole jetzt gleich mal Knochen und dann schaue ich mal. Oh, toll. Und dann sehe ich ja... Oh, ich habe keins mehr. Ah, noch ein bisschen, komm. Komm schon. Ich werde gleich Knochen holen und dann sehen wir ja, ob da jetzt dann einfach Gras ranwächst oder wirklich Weizen. Ihr werdet wahrscheinlich schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ihr denkt, Tobi, wie kann man nur so dumm sein? Dafür muss ich mich nochmal entschuldigen, so. Aber ja, ich habe echt keine Ahnung, wie das funktioniert. So. Bitte 11, ja, das wird reichen. So. Dann pflanzen wir jetzt auch noch an. Haben wir jetzt genug Weizen? So viel Weizen brauchen wir eigentlich gar nicht. Warum mache ich so viele Weizen? Ich glaube, ich will einfach, dass meine Kühe später bumsen. Die ganze Zeit. Ich werde die so vermehren. Ich muss die erstmal alle anlocken. Hä? Oh. Das war's. Okay. Dann hole ich ganz kurz Knochen, um zu schauen, ob das denn auch wirklich Weizen ist, was ich gerade angepflanzt habe. Wenn nicht, dann dürft ihr alle mal einmal applaudieren. Ich meine, ihr wisst es ja wahrscheinlich schon. Dann dürft ihr mir jetzt schon applaudieren oder so. Scheiße! Oh Mann. Was würde ich ohne euch machen, Leute? Was würde ich... Toll, nur zwei Knochen. Funktioniert das überhaupt so? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Nee, ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich muss da irgendwas anderes mit den Knochen machen. Verdammt. Ich glaube, nur mit Knochen funktioniert das nicht, ne? Ihr lacht wahrscheinlich schon gerade. Ich will nur mal schauen. Ich habe da irgendwo mal gesehen. Nee, so funktioniert nicht, so baut man ab. Ja gut, nee, dann, ach, wir warten einfach, bevor ich es rausgefunden habe, wie das hier funktioniert. So, warten wir einfach ab. Ich meine, wir sind ja auch schon in 12 Minuten dabei und es wird dunkel, so langsam. Ja, das bedeutet, ich werde wieder ein bisschen in mein Haus gehen, werde mich hinlegen und werde damit dann auch die Folge beenden. Und vielleicht am nächsten Tag ist ja schon ein bisschen was gewachsen, man weiß ja nie. Man munkelt. Und dann werde ich mir gleich ein bisschen Weizen schnappen, ein paar Kühe holen, meinen eigenen Bauernhof anfangen und hier oben, das hier, wird mein Haus. Mann, ich habe echt Bock drauf. Wenn ihr auch Bock drauf habt und wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt es auch mit einem Daumen hoch und wir sehen uns dann, ich lege mich schon mal hin, morgen wieder. Bis dann, haut rein, euer Racetee.